Oh, hier wird auch schon gebaut, sehr gut. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie jetzt vermehrt von hier oben angreifen. Genau, von dort nämlich. Zum Glück sind es zurzeit nur kleine hauptsächlich, die angreifen. Ich hätte nichts sagen sollen. Da kommt ein Mage. Vor allem ein Mage, der beschwören kann, so wie es aussieht. Und ich stehe verdammt scheiße. Mist, das war einer meiner Männer. Du keinen Nahkampf, das ist ungesund. Ihr lasst euch zurückfallen, ich brauche mehr Truppen. Nicht den Magier angreifen. Jetzt könnt ihr den Magier angreifen. So, der Respawn setzt ein, das ist auch gut. So. Meine Truppe kann sich wieder hier hinstellen. Okay, wir brauchen viel mehr Eisenbahn. Denn ich muss jetzt die zwei Schwertkämpfer ersetzen. So, der soll beim Heilen helfen, das ist gut. Du, die Armbrust darüber, dass sie, dass da komplette Sets sind. Und dann kannst du weiterarbeiten. So, neue Schnur. Also ja, sie greifen jetzt hauptsächlich meine Mainbase an. Das heißt, ich muss gucken, dass ich dort die Verteidigung hochziehe. Ah. Da sind wir schon so weit.
Was die Höhe angeht, jetzt brauchen wir mal Parapets. Das heißt, wir können unseren Bauauftrag wieder laufen lassen. So, hier ist alles hochgeheilt, also kannst du wieder in Angriffsstellung gehen. Ja, jetzt ist halt die Frage, kriegen wir hier zwei Wachstationen drauf? Und die nächste Frage ist, wo kommen die hier nachher hin? Ja, eins wird hier auf die Turmecke kommen. Und eins wahrscheinlich hier so auf die Turmecke. Oder ich bringe sie einfach hier unter der Treppe an. Das wäre auch eine gute Idee. So, es wird Eisen produziert. Das ist sehr gut. Was ich gerade nicht habe, ist jemand, der mir die Magierausrüstung fertig macht. Stoff ist nämlich genug da. Da habe ich gesorgt. Ich kann sogar noch einen extra Stoff produzieren. Und ja, auch wenn es nur ein bisschen kontraproduktiv ist, nur eine Treppe zu haben, sollte sich das nachher relativieren irgendwann. Also ja, Brickton-Probleme dürfte ich jetzt keine mehr haben. Wir produzieren ja durch die Steine, die wir eingenommen haben, genug Energie, um das aufrechtzuerhalten. Sie haben uns allerdings da oben jetzt wieder den hier besetzt. Was halb so wild ist. Ja, okay, der erste Wächter hier wird aufgestellt. Ja, wenn ich dabei bin, kann ich auch gleich mal die Stone Columns hier weitermachen. So. Damit wir dann darauf auch die Routen platzieren können. So.
Beim Augenblick wird hier ziemlich löchrig gearbeitet. Ach gut, der erste ist steht. Verteidigung. Wahrscheinlich können sie ihn einreißen. Nahkämpfer. Außer sie können nur den Block drunter angreifen. Dann geht's noch einigermaßen. So, wir haben das Eisen zusammen um zwei neue. Ritter-Sets zu bauen. Ja, Alchemisten will ich nicht unbedingt. Billig herzustellen, hier bei dir sind weniger Propus als Ritter, ja. Fernkampfeinheit. Das ist die gute Fernkampfeinheit. Und Magier kann entweder angreifen oder heilen, genau. Na gut, ich würde mal sagen, da wir jetzt gleich am Ende der Aufnahme. Obwohl, ein, zwei Minuten noch. Ja, Lager außerhalb zu haben, ist halt wirklich gefährlich. Bretter rumliegen zu haben. Wie viel kostet eine Falle? Ein Eisenbarren. Mach mal vier Fallen. Oh, da ist ein Loch in der Mauer, sehe ich gerade auch noch. Ah, ich habe sogar schon für Fallen ein. Okay, jetzt brauche ich definitiv Eisen langsam mal. Also, was ich sagen wollte, ich habe schon für Fallen einen Stockpile. Lass mich ablenken. So. Stellt mal da Fallen auf. Hier sind nur Steine. Ich müsste wieder mal nach Schwefel und so suchen. Weil ich habe nur die beiden Vorräte hier. Und hier habe ich bis jetzt gar nichts Schwefel- oder Eisenhaltiges gefunden. Ich kann nur Glück haben, in der Mine was zu finden. Gut, jetzt würde ich aber langsam mal sagen, dass wir hier speichern. So, SLP. Überschreiben. Und dann gibt es einen Cut. Und da wir jetzt bei Folge 30 sind, werde ich das Projekt erstmal pausieren. Ich werde es nicht abbrechen. Hoffe ich mal. Also wir werden schon versuchen, noch wenigstens diese Eroberung hier fertig zu kriegen. Aber wie es danach weitergeht und wann es weitergeht, kann ich leider nichts versprechen. Eben weil ich noch andere Projekte habe, die schon länger laufen und wichtiger sind. Und ja. Ich dann auch noch andere Alternativen habe, die etwas besser laufen und ein bisschen mehr zu bieten haben als Castle Story. Muss ich auch zugeben. Aber das werden wir dann alles sehen, wenn es soweit ist. Also nicht traurig sein, es kommen auf jeden Fall nochmal neue Folgen. Ich kann aber nicht absehen, wann. In diesem Sinne sehen wir uns irgendwann wieder bei dieser Eroberung in Castle Story oder bei anderen Projekten. Also, bis dann.